Willkommen zurück zu 200% Donkey Kong Country Tropical Freeze in der mittlerweile dritten Welt in der Savanne. Wir müssen alle Level, wie ihr es bereits kennt, ohne Checkpoint und mit nur einem Leben ohne DK-Begleiter durchspielen. Und ich bin gute Dinge, dass wir heute wieder wichtige Fortschritte machen. Es ist jetzt doch wieder ein bisschen Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal hier DK gespielt haben. Es war die Hubie Charity-Zeit und die ist immer ein bisschen, naja, nennen wir es einfach mal Ausnahmezustand. Da ist einfach verdammt viel los. Dementsprechend kam es ja DK wieder eine Zeit lang nicht, aber glaubt mir, Freunde, auch wenn dieses Projekt definitiv kein Publikumsliebling ist, habe ich immer noch massiv viel Spaß hier dran und ihr werdet hier auch mit 100%iger Hübi-Garantie, die ich euch geben kann, ein vollständiges, mit Liebe gestaltetes Projekt bekommen. Wow. So. We back again, Freunde. Diese Level, bei denen man sich hier diese Plattform bauen muss, die fand ich tatsächlich noch nie so wirklich einfach. Da hatte ich auch im Originalspiel immer noch Probleme mit. So, aber dich brauch... Ich brauche das K. Und das habe ich. So, also Freunde. Irgendetwas scheint aktuell mit meiner Konzentration los zu sein. Ich weiß es noch nicht, was es ist. Vielleicht ist es auch einfach die lange DK-Pause, die sich jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall bemerkbar macht. Aber ich bin guter Dinge, dass wir jetzt hier durchkommen. Ich lebe wieder. Oh, da oben ist das O. Und ich muss hier ran. Warte mal. Hier ran. Dann daran und dann so, ne? So passt das. Und das fährt jetzt ja nach oben. Das heißt, ich kann jetzt hier auf diese Eule springen. Wunderbar, Freunde. Und damit ist K und O schon mal in unserer Bag. Und damit ist theoretisch die Hälfte des Levels schon mal geschafft. So, da unten diese Schweine entfernen wir direkt. So, ich nehme mal nochmal so eine Bombe hier mit. Das kann nie schaden. Genau, weil dann werfe ich nämlich da unten drauf und das befördert mich dann hier rüber. Wir müssen ja eigentlich nur ganz entspannt spielen und einfach auch vor allem viel nachdenken. Ich glaube, in diesem Level muss man einfach sehr viel vorausplanen. Ich glaube, das ist das... Oh, Fische! Das ist das Geheimnis, auf dem dieses Level basiert. Und man muss immer schon weit vorausgucken, was es eigentlich zu tun gibt. So. Yes, festhalten, ne? Freunde, wir haben K.O.N. Genau, das rollt jetzt wieder in diese Richtung hier weiter. Das heißt, wir hüpfen jetzt mal da drauf und wir hüpfen da drauf. So, und jetzt hier schön entspannt, Freunde. Alle Gegner besiegen. Ich mache mir hier gar keinen Druck. So, ich muss jetzt dich erschaffen, dann da unten drauf werfen. So, und dann darüber hüpfen, ne? Weil das mich jetzt wieder hier hinfährt. Ja. Okay, wir haben schon dicken Progress. An so einer Stelle im Level zu sterben, ist immer ganz übel. Deswegen habe ich es nicht vor. Zack. Zack. Jetzt darüber, bevor das wieder zusammenklappt. So, da muss ich auf jeden Fall noch eine zweite mitnehmen. Ja. So weit, so gut. So, warte mal, was muss ich hier tun? Da muss ich jetzt hier hoch. Dann da runter. So, und jetzt schnell hier hoch, damit ich da rüberkomme und das G kriege. Jawollo, Freunde. Progress. Progress. Was mache ich jetzt mit dir am besten? Ich glaube, da hüpfe ich wahrscheinlich einfach drüber über den. Ja. So, und jetzt da festhalten, ne? Rüber. Und ins Ziel. Yes! Ah! Boah, ich hätte mir so in den Arsch gebissen, wenn ich das alles hätte nochmal machen müssen, ne? Erstes Level geschafft. So, hier in der Mitte, ich glaube, da wartet ein reines Fass-Level auf uns. Wo wir uns dann wirklich von Fass zu Fass schießen müssen, dass das alles gut timen. Das könnte einfach sein, weil es ja nur aufs Timing ankommt. Nicht darauf, dass man einzeln getroffen wird. Genau, da sind nämlich hier diese TNT-Fässer. So weit, so gut. Aber die stressen mich ja eigentlich nicht. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Level so groß Probleme macht. Ducken, top und weiter geht's. Man hat hier einfach, gerade jetzt noch am Anfang, einfach viel Zeit nachzudenken. Später wird es ein bisschen stressiger, weil dann zwingen sie einen, immer rechtzeitig zu drücken. Aber trotzdem, also ihr seht schon, da ich auch nicht mal irgendwelche Boni mitnehmen muss, ne, irgendwelche Puzzleteile oder sonst was, können wir hier einfach die wunderschöne Grafik genießen, weil dieses Game einfach so schön ist. Und es ist dann ganz, einfach ganz entspannt um den Rest kümmern. Ums. Easy peasy. Welche Buchstaben habe ich eigentlich bisher? Nur das K. Wow. Okay, ist dieses Level so lang? Aha, da oben ist das O. So, und hier muss ich jetzt sehr aufpassen. Genau, weil die jetzt hier nämlich zusammenbrechen. Und jetzt beginnt dann der Scheiß, ich erinnere mich daran. Genau, wenn ich jetzt nämlich da reinhüpfe, muss ich mich instant weiterfeuern. Weil jetzt kann man noch in diesen Fässern gekillt werden. Weil dann da genau Baumstämme draufkrachen und man jetzt wirklich hier massiv unter Druck steht. So weit, so gut. Oh, just enjoy the Grafik, Freunde.
Ich muss mich leider hier noch ein bisschen was anderes kümmern. Das ist N. Scheiße, nein! Ich weiß nicht mal, wofür ich das KON überhaupt brauche. Das KONG. Oh, wir sind so kurz vom Ziel. Aber eventuell kann ich das G jetzt noch mitnehmen. Damit ich dann beim nächsten Mal wirklich nur noch das N holen muss. Oh, ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Es wäre einfach ein First Try. Und weil ich dumm bin, müssen wir nochmal rein. Das stinkt. Mhm. GG. So, Freunde, jetzt geht's um Zeit. Hier bei diesem Wasser war doch das N. Genau, wenn ich mich jetzt da runterfeuere, muss ich dann gleich instant los. Sehr geil. Und erfolgreich nach Hause gebracht. Und da machen wir jetzt gar nicht groß Pause, sondern wir komplettieren gleich das letzte normale Level hier in Welt 3, bevor wir uns dann in K-Level und Boss-Level stürzen. Ach du Scheiße. Aber gerade dieses Level ist ja bei den Fans äußerst beliebt, weil es ja an eines der älteren Donkey Kongs erinnert. Ich weiß natürlich ganz genau, welches. Das mit dem legendären Soundtrack. Ihr wisst schon, Freunde. Genau das. Jeder Donkey Kong-Fan in den Kommentaren wird mich hier mit Sicherheit aufklären können. Aber auch hier muss ich jetzt, das ist jetzt so ein Level, wo ich einfach massiv warten muss. Weil einfach wirklich alles instant vor mir aufploppt. Das heißt, ich muss jetzt hier wirklich ganz genau schauen, was wir jetzt hier tun müssen. Da ist auch schon das K. Und dafür muss ich auf den Kollegen hier bouncen. Nice. Easy, Freunde. Bisher wirklich ganz, ganz, ganz stressfrei. Aber wie gesagt, dadurch, dass hier die Sachen alle vor einem aufploppen, weiß man halt nie so genau, was jetzt passiert. Das heißt, vor allem geduldig spielen ist hier wichtig. Und es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach, hier alles im Blick zu behalten, weil man manchmal gar nicht so gut erkennt, was ist jetzt Vordergrund, was ist Hintergrund, welche Stacheln tun mir weh, welche nicht. Jo, okay, wie komme ich da ran? Wahrscheinlich darf ich nicht springen, ne? Genau, und dann hier hoch. Yes. Nicht den Sprungknopf drücken, auch wenn es verdammt verlockend ist. Und der Weg wird wieder frei. Boah, es ist so crazy, wie diese ganzen Stacheln sich hier durch das Gebirge schlängeln. Und warte mal, jetzt hätte ich hier von zwei Rildschweinen angegriffen. Die sind mir aber erstmal Wumpe. Puh, ey, dieses Level ist ganz schön dangerous. Gefühlt alles... Ah! Gefühlt alles, was du berührst, will dich umbringen. Okay, wie komme ich daran? Ah, ich kapiere, glaube ich. Yes, yes. Yes! Oh, Freunde, komm schon. Auf den bouncen, keine falsche Scheu. So, hier warten, bis die große Eule oben ist. Und dann hier rüber. Wir haben KONG, Freunde. Oh mein Gott, es ist so fucking knapp. Richtig timen. Oh. Nein! Alles von vorne machen. Scheiße. Ich schwitze wie ein Ehrenloser. Okay, Freunde. So, ja. Richtiges Timing hinbekommen. Es war einfach das letzte Hindernis. Halt doch die Fresse. Es war einfach das letzte Hindernis. Ich will weinen. Ich will einfach nur weinen. So, und bevor wir jetzt ins K-Level gehen... Kommen wir zur Lieblingskategorie eines jeden Parts, Freunde. Herzlich willkommen zum Hashtag HübiFamilyArt Präsentierroom. Hier zeige ich euch mal ein Fanart, welches ihr über den Hashtag HübiFamilyArt auf Instagram postet. Und das heutige Fanart kommt vom lieben Kampfkopf. Denn der Dude hat den Final Boss aus dem Spiel gemalt. Ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn wir das Projekt ist theoretisch schon das dritte Mal auf dem Kanal spielen. Der aber eigentlich zur guten Seite der Macht gewechselt ist, denn er gönnt sich eine schöne Paulada Spezi. Eine Monsterdose, das ist bestimmt eine 3-Liter-Dose. Ja, Kollege, geil, dass du Spezi trinkst, aber dich werden wir am Ende des Projekts hoffentlich verprügeln. Und lieber Kampfkopf, danke dir für dein Fanart. Ja, und dann ist es auch soweit. Wir gehen in Pendelparanoia, das dritte K-Level, welches wir jetzt im 200%-Modus abschließen wollen. Mal sehen, wie es läuft. Okay, es ist ein Level, bei dem man einen Kong theoretisch am Anfang bekommen würde. Das ist selten was Gutes, weil das heißt meistens, dass das Kong-Level selber weiß, dass es schwer ist. Das ist tatsächlich ein Problem. Aber ich glaube, das ist eines der K-Level, die vor allem auf Geduld basieren. Und hier wird man selbst sein größtes Hindernis, wenn man hier versucht, durchzurushen. Es wäre eventuell eine sinnvolle Sache, hier auf Dixie zu wechseln, wenn ich gerade so drüber nachdenke, weil man dann sich hier wirklich einige Sprünge erleichtern könnte. Aber naja, Freunde, eins nach dem anderen. Wie gesagt, vor allem immer vorausschauend spielen. Das ist das Wichtige. Da komme ich, glaube ich, instant drauf, genau. Und das geht auch nicht kaputt. Das heißt, hier kann ich ganz entspannt warten. So, hier
passend timen. Wenn ich mich jetzt hier in die andere Richtung feuern würde, würde da ein Puzzleteil kommen, aber... Ich habe zu früh gedrückt. Mild. So, jetzt nicht zu früh drücken. Optimal. Und der Affe düst wieder. So, wie gesagt, die Kunst liegt darin, entspannt zu spielen. Entspannt zu spielen, überlegt zu spielen. Sich hier alles genau anzugucken. Genau. Hier muss jetzt auf den Wechsel dieser Plattform warten. Dass man aber auch nicht so lange an einer Stelle verharren darf. Ist eine üble Sache. Also wertvoll sind vor allem die Plattformen, hier diese, wo ich lange chillen kann. So, und dann immer auf einen Rutsch durch. So, hier immer warten, bis das Elektroding dann schon wieder unterwegs ist, dass wir hier chillen können. Dann hier drauf. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss. Ich hätte springen müssen. Ich wusste nicht, ob ich springen oder mich ducken muss. Und ich musste springen. Und ich habe mich geduckt. Jetzt habe ich die Plattform verfehlt. Okay. Das Level wird heavy. Und ich schwitze. Jetzt habe ich Panik bekommen. Man darf halt auch nicht zu lang an einer Stelle verweilen. Warum schieße ich hier immer zu früh? Nein, ich habe... So, ich glaube, ich bin beim letzten Mal einfach hier instant durch. Genau. Okay. So, Freunde. Jetzt wird's... Ich hätte warten müssen. Alter! Er hat meinen Sprunginput nicht genommen. Weil ich glaube, ich irgendwie an der falschen Stelle gehüpft bin, bin ich von dieser Pralle. Heieieiei. Bruder. Okay. Wir sind mal wieder hier, Freunde. Geduld ist der Schlüssel zum Erfolg. Okay. Hier muss ich jetzt hüpfen, ne? Okay, Freunde. Absolut neuer Progress. So, und hier bin ich erstmal safe. Okay, was muss ich hier tun? Okay, ich warte einfach, bis diese Plattform hier kommt. Und auf der bin ich eigentlich auch safe. So. Hier muss ich jetzt chillen. Genau, dann komme ich nämlich hier hin. Auch hier bin ich erstmal safe. Okay, da muss ich dann so ein bisschen in die Pampa hüpfen, ne? Solange ich sehe, dass ich safe bin. So, genau, jetzt möglichst spät hüpfen. Geht das. Genau, jetzt da drauf. Dann über die Eulen. Hier bin ich safe. Okay. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Was geht jetzt ab? Hoch. Rüber. Haben wir's? War's das oder geht's noch weiter? Es geht noch weiter. Und es geht ehrenloser weiter als je zuvor. Wie lebe ich noch? Wie lebe ich noch? Ich hab's, oder? Ich hab's! Ich hab's! Ich hab's! Oh, shit, man! Boah, gerade jetzt kurz vorm Ende. Als es da nochmal weiterging und ich nicht wusste, dass es weitergeht, da dachte ich, jetzt ist es vorbei. Weil es ging so schnell, ich habe nichts gesehen, aber irgendwie ist dieser Affe so weit gehüpft, dass es gereicht hat. Freunde, wenn euch das gefallen hat und ihr nichts weiter verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und einen Daumen nach oben würde das Video auch supporten. Danke fürs Zuschauen, euer Hübi.